Ah, guck mal, eine Stasi-Station. Nehme ich. Das heißt, ich brauche die auch gleich wahrscheinlich für irgendwas. Naja, da bewegt sich schon wieder irgendwas schnell. Da muss ich doch wieder... Den muss ich doch gleich zaubern. Mit Stasi und Chinesi. Die Stasi und die Chinesen. Was haben die denn miteinander zu tun? Oh, Medipack. Zack, und reingefegt. Die Stasi und die Chinese. Hab ich den Witz schon mal gemacht? Ich weiß es nicht. Nee, ich will jetzt gerade nichts zwerkeln. Wo muss ich denn lang hier? Hier so? Muss das da rein oder wie oder was? Was ist das denn da? Ja. Sieht aber nicht so besonders lecker aus. Können wir mal sowas abschießen hier? Ist aber gut hier. Kannst du nicht die ganze Zeit nur so einen Scheiß hier rauskotzen. Soll ich da mal mit dieser Laserkanone drauf schießen? Bam! Hat das was genützt? Aua! Was ist denn jetzt tot? Aua. Kann ich auch den Kopf abschießen oder so? Energie verloren hier, oder was? Energie für Laserkanone. Yay! das ist so ein Fahrstuhl. Das ist zu. Fahren wir doch mal Fahrstuhl. Ich komm, nerv mich. Du erschreckst mich nicht mehr. war das jetzt irgendwie nicht passend getroffen, ne? So ist besser. Aber was macht der Strom denn hier? Was haben wir hier? Stase-Dings. Benutzen wir! Das war auch richtig. Aus Versehen richtig allerdings. Du bist in der Nähe der Chemiestation. Sobald du die Chemikalien hast, brauchst du auch eine DNS-Probe des außerirdischen Gewebes. Ich werde die Aufzeichnungen mal diesbezüglich durchsehen. Ja, da schmatzt ja genug davon rum hier, ne? Wo muss ich lang? Da lang. Ich kann auch nur da lang. Mensch. Chemical Research Lab. Ab in den Keller. Zu den Geeks. Hey! Persönliches Logbuch von Dr. Chen.
Nautilus Mercer. Ich habe jetzt einen lebendigen Probanden für meine Studien. Ich kann es kaum erwarten, meine beliebte Regenerationstheorie zu validieren. Anfangs war es schwierig, ihn ruhig zu stellen. Aber jetzt scheint es ihm gut zu gehen. Er vertraut mir, Dr. Kain. Er hat sein Leben mir anvertraut. Er versteht, welche Rolle er einnimmt. Versteht, was ich tue. Die Stirn wurde desinfiziert und markiert. Und ich versuche jetzt, einen Kanal zu schaffen, durch den ich das Gewebe einführe. Das klingt ziemlich eklig, was da passiert in diesem Audiolog. Ein Energieknoten. Und das sieht auch ziemlich eklig aus, was hier in diesem Becken rumschwimmt. Mischa, aktivieren. Bitte warten. Chemische Kapsel. Aufheben. Mischung des Antigens beendet. Das war ja, was ist das denn? Ihr Kampf ums Überleben ist bewundernswert, aber sinnlos. Ach ja? Machen Sie weiter. Fast möchte ich glauben, wir hätten Hoffnung, unsere Spezies. Bin ich der Einzige, der sehen kann, dass wir vor langer Zeit ausgestorben sind, es nur noch nicht akzeptieren konnten. Hören Sie auf, herum zu. Was erzählt mir der denn da für einen Scheiß? Unsere Zukunft, Ihre Zukunft, die Zukunft unserer sterbenden Rasse endet hier. Gestatten Sie mir, Ihnen die Nachkommen der Menschheit vorzustellen. Die Kinder. Ja, die bringen dich doch auch um, du Nase. Unsere größte Schöpfung. Oha. Säge, super. Aua. Kann ich den nicht irgendwie nicht überall sägen, anscheinend. Fuck. Laserkanone nochmal? Voll reinrotzen einfach? Komm. Dass es immer Verrückte geben muss, die meinen Aliens, böse Aliens, wären doch liebe Aliens. Stört den gar nicht. Oh, stört den doch. Ja, super, Matthias. Schießt doch daneben. Hä, was haben wir jetzt gemacht? Ach, ich hab einen Verstasen. Genau. Das kann ich ja nämlich. Ich will immer nachladen und drücke die falsche Taste. Ich voll nett. Okay. Ja, wie? Wo lang denn? Da lang. Komm auf! Weg hier! Ja, bitte warten. Tralala! Lütütü! Munition brauche ich für alles Mögliche. Ach, scheiße. Wo kommen die denn schon wieder her? Und warum zum Geier habe ich so wenig Energie? Muss ich ihn jetzt nochmal verhauen? Ja, gegen solche Gegner ist Stasi. Mal auf die Tür. Scheiße, von wo kamen die Viecher denn? Kendra, ist da jemand? Auf der Kinderwand! Ich hab die Hydrostation erreicht. Sieht übel aus für uns. Wir müssen kalten Kram atmen. Dieser organische Stoff wächst überall. Meine Augen brennen. Ich sehe Dinge. Ich brauche unbedingt Medipack. Ah, nein! Lass mich in Ruhe! Oh,
Ach, jetzt krabbeln die da alle rum. Wo muss ich denn lang? Da eine Tür, scheiße. Ich kann mich mal schön am Tüffel töten. Wo grunzt das Viech? Gib mir Stase. Der hinter mir her oder dengelt er sich hier irgendwo durchs Dach gleich oder irgendwas? Ah. Komm schon. Du musst jetzt eine DNS-Probe der Wucherung finden. Laut den Laborberichten wird eine inaktive Probe auf der Intensivstation gelagert. Ein Dr. Mercer hat offenbar damit experimentiert. Ich versuche die ganze Zeit schon Hammond anzufunken, bekomme aber nur Rauschen. Isaac, du musst dich beeilen. Was war das? Was war das? Habe ich da gerade so eine Mine hingestellt oder was? Irgendwo stand was von Mine. Mir geht hier überall die Munition aus für alles. Ja. Aber sie gehört jetzt den Kindern. Freuen Sie sich über das Wissen, dass Ihr Tod Ihre Geburt bedeutet. Du bist ein Arsch. Hören Sie es? Es. Ja, genau, es. Das ist eine sehr hochentwickelte Lebensform, die nichts anderes kennt als Fressen und Töten. Jetzt ist offen. Wer hat die Tür denn jetzt aufgemacht? Oh, oh. Scheiße. Ich glaube, ich bin tot. Alter Lachs. Ich glaube, er hat mich umgebracht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und da krabbelte noch mehr rum, ne, von dem Getier. Es war nicht nur der. Ich hab da gerade mal so eine Idee. Ich war doch, bin doch gerade hier wieder durch den Dings durchgelaufen, oder? Und hier ist doch ein Shop. Und ich fürchte, ich komme hier nicht umhin, mir ein bisschen Medipacks zu kaufen. Medipack Mittel, 5000. Uiuiui, ist aber... Tja, komm, was nützt das, ne? Ja, kannst auch ruhig Mittel benutzen, du Doofmann. So. Dann wollen wir mal hoffen, dass das jetzt besser wird hier. Dafür, das ärgert mich natürlich, dass ich dafür gar keine Munition mehr habe, ne? Was willst du machen? Was willst du machen? Der rennt da hinten rum. Theoretisch zumindest. Ah, fuck. Ah. Was war das denn hier gerade? Aha. Da ist ja
interessante Taktik. Hey, ich mach das nochmal hier. Alter, ich komme mit den Waffen nicht klar hier. Ich komme mit den Waffen vorne und hinten nicht klar. Ja, komm ich. Aha, sie ist eigentlich tot. Ach, scheiße. Scheiße! Ja, setzen Sie Stase. Mach ich doch schon. Mach ich doch schon alles. Ach so, das wird natürlich nicht gespeichert, ne? War hier irgendwo eine Speicherstation? Ja, komm. Das nützt nichts. Ohne Medipacks habe ich da überhaupt gar keine Chance, da durchzukommen, einigermaßen heile. Also das... Ja, nicht einigermaßen heile, überhaupt irgendwie heile. Da muss ich leider Gottes jetzt nochmal hier hinrennen. Ja, ja. Und vielleicht muss ich mir davon auch welche kaufen. Das will ich haben. Ja, keine Ahnung, ob das hilft. Es wäre gut. So, dann pfeife ich mir das rein. Wie viel heilt mich das? 2. Mhm. Und da kann ich speichern. Dann speichere ich nämlich mal. Und mit ein bisschen Glück wird dann von hier geladen oder von da oben, wenn ich da jetzt neu hingehe. Ich weiß es nicht, wir werden es sehen. Falls ich überhaupt nochmal sterbe, das ist natürlich... Am besten wäre es natürlich, wenn ich das unterlasse. Wir werden sehen, wir werden sehen, wir werden sehen. Komm, du bist doch doof. Lass mich voll zu kotzen. Oh, lauf, 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 lauf. Ja, viel war das ja nicht hier mit den Medipacks, ne? Oh, da ist Munition. Credits. Noch irgendwas Tolles, was mir wirklich weiterhelfen könnte. Hilfe! Ja, da ist auch Munition. Daneben. Hier oben drehen, ey. Kann nicht sein, dass er mich die ganze Zeit nur vollkotzt. Ach sicher, da kommen noch mehr. Ist ja klar. Nein, lass mich in Frieden. Oh, ich dachte, ihr wärt tot. Ah! Jawohl. Sauerstoffstation? Ich dachte, das wäre eine Stasi-Station.
Oh, dann schieße ich auch noch daneben. Fuck. Scheiß Monster. Na gut. Wie ich dieses Viech besiege, denke ich, sehen wir in einer der weiteren Folgen. Jetzt mache ich hier nämlich erstmal kurz Cut und, ne? Bis dann. Adieu.